In Neun Leben Review folgen wir einer einfachen Idee. Wie eine Katze im englischen Aberglauben können wir 9-mal sterben. Nach diesen 9 Toten oder sobald wir das Spiel beendet haben, gibt es meine Meinung zu diesem Spiel. Je nach Genre kann es auch zu Zusatzregeln kommen, welche ich euch sage, sobald es soweit ist. Herzlich willkommen zu diesmal nicht Elden Ring. Entschuldigung, Harald. Aber ich wollte unbedingt über ein Spiel spielen, das ich bei meinem Neun Leben Review durchgespielt habe und zu dem das Review fehlt. Bloodborne PSX D-Make ist ein wirklich gelungenes Spiel, doch ich konnte mich nicht dazu durchringen, ein richtiges Skript dazu zu schreiben, weil ich mich immer wieder in Kleinigkeiten verloren habe. Deswegen wird das jetzt hier eher ein, nennen wir es mal, Rant-Video über das Spiel. Der Ansatz ist klassisch, wie bei einem, nennen wir es mal, Remake. Das Grundspiel wird genommen und es wird ein anderes Spiel in einer anderen Generation daraus gemacht. Normalerweise wird natürlich eine spätere Generation genommen, sprich verbesserte Grafik, verbesserte Spieleigenschaften. Das ist hier nicht der Fall. Das ganze Spiel musste komprimiert und runtergeschraubt werden. Das ist natürlich für Leute, die mit der PlayStation 1 aufgewachsen sind, ein absoluter Nostalgiefaktor und es war schon cool, das Ganze zu sehen. Allerdings bringt es auch Probleme mit sich, denn eines der größten Probleme, was ich im Crossover-Bereich sehe, ist die Tatsache, dass man nicht zwei Zielgruppen hat, die genau gleich hyped auf das Spiel sind, sondern es kann passieren, dass man eine der Gruppen komplett abstößt oder Teile von beiden Gruppen abstößt und somit eine viel kleinere Zielgruppe anspricht. Da das Bloodborne D-Make ein Fanprojekt war, war es wirklich bloß ein Liebesgruß an die PlayStation 1 und an Bloodborne. Somit ist es eigentlich egal, welche Fanbase dieses Spiel anspricht. Trotzdem finde ich es schade, dass es zwar viele Leute runtergeladen haben, aber ich glaube nicht, dass es viele wirklich gespielt haben. Und große Mitschuld wird die Steuerung haben, denn natürlich musste man die Steuerung auf einen PlayStation 1 Titel runterschrauben, aber ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass man ausgerechnet das Layout eines analog-sticklosen Controllers genommen hat und somit die Steuerung wirklich unglaublich schwer gemacht hat. Sonst kann ich eigentlich nur Positives über das Spiel sagen. Die Grafik ist wunderschön, auch wenn das im Anbetracht der Polygone doch recht komisch klingt. Die Musik- und Soundelemente sind wirklich gut übertragen worden und allein für die Intro-Sequenz mit dem PlayStation-Logo war es für mich ein absoluter No-Brainer, dieses Spiel überhaupt mehr zu spielen. Es wird gegen Ende zu Bullshit schwer, das wäre der einzige große Kritikpunkt, den ich habe, aber ansonsten, wer Bloodborne mag, wer auf Nostalgie steht, wer PlayStation mit der PlayStation 1 aufgewachsen ist, so rum, spielt's einfach. Natürlich muss ich das Spiel jetzt auch ins Katzenklo einordnen und dies wird eine besondere Freude, denn ich habe überhaupt keinen Plan, wohin damit. Das Gute ist, wie ich jetzt gerade sehe, ich kann es natürlich mit Residentvania vergleichen, weil Residentvania ist im Kernprinzip ähnlich. Außer, dass noch ein Twist reingeworfen wird in Form eines anderen Genres, und zwar dem Metroidvania. Aber es ist trotzdem eine Art D-Make. Deswegen, allein wegen den Details und wegen der Masse, würde ich Bloodborne höher ansetzen als das als Residentvania. Wir haben auch ein Remake drin, und zwar die Bioshock-Reihe, oder Bioshock 1 besser gesagt. Und auch hier muss ich sagen, Bloodborne hat mir mehr Spaß gemacht. Einfach weil Bloodborne mir als Spiel mehr Spaß macht. Dazu kommt aber auch noch die Tatsache, Bioshock war nicht schwierig umzusetzen, weil es schon eine relativ gute Grafik damals hatte und die nur noch ein bisschen aufgebessert werden musste. Jetzt kommen wir zum schwierigen Teil. Welche Spiele haben mir weniger Spaß gemacht als Bloodborne PSX? Ich bin großzügig und nehme nur bis zum Fight Vater Gascoin, Pater Gascoin, ich weiß es nicht. Denn danach, die letzte Folge, die ich dazu gedreht habe, die könnt ihr komplett wegschmeißen. Das war für mich einfach das Beschissenste, was es gab. Der letzte Fight war vielleicht noch ganz cool, aber dadurch, dass ich mein Lebenssystem habe, abgenutzt. Einfach nur abgenutzt. Ich würde es, ja doch,
doch. Ich mache es hierhin, unter Fist, aber über Curse of the Dead Gods, über Cyberpunk. Diese Spiele machen mir alle nicht so viel Spaß, oder haben mir alle nicht so viel Spaß gemacht wie Bloodborne PSX D-Make. Es sind alles sehr gute Spiele, aber das Bloodborne D-Make hat einfach einen ganz weichen Punkt in mir angesprochen. Und noch rum. Und mit diesen Worten, miau miau miau, ciao Kakao.